Schön, dass Sie da sind. Ist jetzt lauter genug? Gut, alles gut. Wunderbar. Dass ich hier ohne Maske rede, werden Sie mir nachsehen. Ich glaube, das hat irgendwo seinen Sinn und ich bin dreimal geimpft. Ja. Das heißt ja heute Eiszeit mit Russland und dahinter steht ein Fragezeichen, so lautet der Titel. Aber ich fürchte, das Fragezeichen muss man weglassen und stattdessen bedauerlicherweise ein Ausrufungszeichen setzen. Damit Sie wissen, was Sie erwartet heute, ich werde mich zunächst mit außenpolitischen Fragen beschäftigen, klar. Ich werde dann einen Blick ins Innere Russlands werfen und Ihnen schließlich ein paar Gedanken anbieten, wie wir aus dieser Eiszeit vielleicht wieder rauskommen könnten. Fakt ist, dass die derzeitigen deutsch-russischen Beziehungen, oder fassen wir es größer, die politischen Beziehungen zwischen dem politischen Westen und Russland so schlecht sind wie lange nicht. Und das ist im Grunde absurd. Lassen wir die USA erstmal außen vor, dazu komme ich später, und blicken auf die EU. Russland und die Länder der EU sind natürliche Partner. Wir sind Nachbarn. Wir ergänzen uns. Es ist im Interesse der EU, Russland als Partner zu haben. Und es ist im Interesse Russlands, die EU als Partner zu haben. Was man uns Bürgern schon eine ganze Weile in Politik und Medien einzureden versucht, dass Russland Interesse daran habe, die EU zu schwächen oder gar zu zerstören, ist nur die halbe Wahrheit. Wenn sich die EU allerdings zum Bollwerk gegen Russland aufbaut, wie das in den letzten Jahren ja zu beobachten ist, dann ist es logisch, dass Russland kein Interesse an einer starken EU haben kann. Aber wie und warum ist es überhaupt so weit gekommen angesichts der geschilderten Interessenlage? Ein Kardinalfehler in Politik und Medien besteht darin, Momentaufnahmen als Realität zu verkaufen. Realität ist immer ein Prozess. Um Realität zu begreifen, ist es notwendig, über Chronologie Bescheid zu wissen, Ursache und Wirkung nicht zu verwechseln, zumindest zu versuchen herauszufinden, wer in einer Angelegenheit agiert und wer reagiert. Mit anderen Worten, zu verstehen, was Sache ist, um die Chance zu haben, richtige Entscheidungen zu treffen. Wer von falschen Voraussetzungen ausgeht, der trifft auch falsche Entscheidungen. In der Wirtschaft kosten falsche Entscheidungen Geld, in der Politik hin und wieder den Frieden. Und damit sind wir bei dem Automatismus, den man schon eine ganze Weile beobachten kann, ganz gleich, worum es sich handelt, Russland ist schuld. Dass uns die EU langsam aber sicher um die Ohren zu fliegen droht, das liegt ja nun wahrlich nicht an russischem Einfluss. Ja, es gibt gute Kontakte zwischen Russland und denjenigen Kräften innerhalb der EU, die da raus wollen. Großbritannien mal ausgenommen, das ist eine Ausnahme, ist ein Sonderfall. Aber die tieferen, substanziellen Ursachen für das Desaster, die haben wir doch selber zu verantworten. Wenn Sie diesen kleinen EU-Exkurs gestatten, es sind doch im Wesentlichen zwei Dinge, die längst in Angriff genommen worden sein sollten. Erstens, all das wieder in nationale Zuständigkeiten zurückzuführen, was dort besser aufgehoben ist. Früher nannte man das mal Subsidiaritätsprinzip. Und demokratische Spielregeln einzuführen. Statt Machtzirkel in der EU, die weder demokratisch legitimiert noch demokratisch kontrolliert sind, weitreichende Entscheidungen fällen zu lassen. Das nahezu unlösbare Problem im Zusammenhang mit Demokratisierung der EU liegt im Europäischen Parlament. Denn da gilt eben nicht, wie in Nationalstaaten, one man, one vote, sondern wir leisten uns eine bemerkenswerte Diskrepanz, wenn man sich vor Augen führt, dass beispielsweise ein maltesischer Abgeordneter etwa 70.000 Bürger vertritt, ein Deutscher 800.000. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie sich das auflösen ließe, ohne das Europäische Parlament bis zur Arbeitsunfähigkeit aufzublähen.
Aber man sollte Folgendes bedenken: Wer immer mehr Kompetenzen nach Brüssel oder Straßburg übertragen will, der vergrößert das demokratische Legitimitätsproblem der EU und liefert denjenigen Menschen Munition, die gegen Brüssel mobil machen, um die EU zu sprengen. Dass über diese Dinge nicht kontroverser gestritten wird, sowohl in der Politik als auch in den Medien, verstehe ich nicht. Demokratisch legitimiert sind jedenfalls nach wie vor in erster Linie die nationalen Regierungen und nicht die Organe der EU. Das ist nicht ohne Bedeutung, wenn ich jetzt auf das Verhältnis EU-Russland zu sprechen komme. Es ist ja noch gar nicht so lange her, als, man muss ja jetzt sagen, Ex-Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron den Vorschlag gemacht haben, sich auf EU-Ebene mit dem russischen Präsidenten Putin endlich mal wieder zusammenzusetzen. Sozusagen dem amerikanischen Beispiel zu folgen, denn Biden und Putin hatten sich da gerade in Genf getroffen. Das heißt, es war ein durchaus intelligentes Timing, gegen das die USA nichts hätten haben können. Also kein Alleingang der Europäer, vor dem die Transatlantiker immer warnen. So, und das Ganze scheitert dann daran, dass eine wirklich kleine Minderheit in der EU diesen Plan ablehnt und die Idee blockiert. Den Weg dahin hat die EU selbst bereitet, indem sie gleich zu Beginn, als Polen und die baltischen Staaten 2004 in die EU aufgenommen worden sind, indem sie diesen Ländern die europäische Außenpolitik mit Blick auf Russland mehr oder weniger überlassen hat. Moskau funktioniert für Polen, Estland, Lettland und Litauen nach wie vor als Synonym für Sowjetunion. Und schlimme Erinnerungen an sowjetische Zeiten. Aber so macht man keine zukunftsorientierte Friedenspolitik. Das hätte der EU vielleicht früher auffallen können. Es sind neben den USA genau diese Länder, die am heftigsten nach Sanktionen verlangt haben und es auch weiter tun. Und Deutschland ist in der misslichen Lage, was Polen und die baltischen Staaten betrifft, mit einem historisch belasteten schlechten Gewissen herumzulaufen, was es nicht leichter macht, deutliche Worte gegenüber diesen Staaten zu finden. Wobei, auch das sei an dieser Stelle erwähnt, offenbar führt die historische deutsche Schuld angesichts von 27 Millionen Toten in der Sowjetunion nicht zu vergleichbaren Rücksichten. Aber das ist ein eigenes Thema. Zurück zu heute. An allen Ecken und Enden brennt es. In der Ukraine, im Irak, in Syrien, in Afghanistan, im Nahen Osten, nicht zu vergessen Iran, Nordkorea. Wäre es nicht intelligent, Russland ernsthaft an Überlegungen zu beteiligen, wie Lösungen aussehen könnten und wie Fehlentwicklungen zu begegnen wäre? Das heißt eben auch, russische Kontakte zu nutzen, statt sie von vornherein zu verteufeln. Nicht auszudenken, was Syrien vermutlich alles erspart geblieben wäre, wenn man Russland gleich zu Beginn ins Boot geholt hätte. Aber das westliche Mantra lautete ja schlicht, Assad muss weg und geredet wird nur mit der Opposition, die es so nie gab. Das Tragische und Infame bei Syrien besteht in Folgendem. Dieser hochkomplizierte Konflikt in dieser hochkomplizierten Gegend wurde auf eine einfache moralische Aussage reduziert. Assad ist ein Verbrecher und die Russen, die Assad unterstützen, sind folglich auch nicht besser als der und wir wollen das syrische Volk befreien. Und schon ist eine völlig irreale Konfliktlinie gezogen, die weder der Realität entspricht, noch den Menschen in Syrien irgendeinen Vorteil gebracht hat. Ganz im Gegenteil. Dabei wird doch ständig mit Menschenrechten und dem Wohl der Menschen argumentiert. Ich halte es für eine unerträgliche Heuchelei, in der Außenpolitik immer mit Moral zu argumentieren und auf dieser Grundlage Symbolpolitik zu betreiben. Damit plädiere ich nicht für eine Politik ohne Moral, ganz im Gegenteil. Aber moralische Außenpolitik zeichnet sich für mich dadurch aus, dass man die Dinge bis zu Ende denkt
und dass man darauf achtet, dass es den Menschen nutzt und nicht irgendwelchen Prinzipien. Es wäre im Sinne von Menschenrechten und Menschlichkeit, sich endlich von der Dämonisierung Russlands zu verabschieden und Russland endlich an der Lösung geopolitischer Probleme zu beteiligen. Und zwar auf Augenhöhe und nicht immer nur dann, wenn man selbst zum Beispiel im Kampf gegen den IS nicht mehr weiter weiß. Wird interessant sein zu beobachten, wie es in Afghanistan weitergeht. Lassen wir die Dinge doch mal Revue passieren. Das Atomabkommen mit dem Iran hat nur mit Hilfe Russlands funktioniert. Ein Jammer, dass die USA da ausgestiegen sind. Die Vernichtung chemischer Kampfstoffe in Syrien hat nur mit Hilfe Russlands funktioniert. Man vergisst das alles so schnell. Wir standen Stunden vor einem amerikanischen Militärschlag, weil Obama damals eine von diesen roten Linien gezogen hatte. Und dann hat Assad plötzlich und unerwartet die Chemiewaffenkonvention unterschrieben und zugestimmt, dass die Waffen abtransportiert werden und vernichtet werden, was ja zum Teil auf amerikanischen Schiffen im Mittelmeer dann auch passiert ist. Ohne Russland hätte sich da gar nichts bewegt. Die Waffenruhe in Nordsyrien, ob brüchig oder nicht, ist nur zustande gekommen, weil Moskau mit Ankara verhandelt hat, obwohl Russland und die Türkei nahezu konträre Interessen in diesem Gebiet haben. Eine Bemerkung am Rande. Was ist von einer Nachrichtensprache zu halten, in der es heißt, Putin und Erdogan feilschen in Sotschi über Syrien? Normalerweise heißt das verhandeln. Das ist kein Einzelfall. Wenn wir die Verpflichtung auf unsere eigenen Werte ernst nehmen, dann muss es in unserem ureigenen Interesse liegen, mit Russland gemeinsam eine Welt zu schaffen, in der es möglichst gerecht zugeht. Bill Clinton hat mal gesagt, wir Amerikaner sollten an einer Weltordnung mitbauen, in der wir uns auch dann noch wohlfühlen, wenn wir einmal nicht mehr das alleinige Sagen haben. Bill Clinton hat er vergessen, seiner Frau zu erzählen. Wohin soll die Strategie der Bestrafung Russlands denn führen? Dieser Strategie fehlt ein realistisches Ziel. Wirtschaftlicher Schaden, ja. Und dann? Was soll denn erreicht werden? Ein destabilisiertes Russland? Gar ein Regime-Change? Was ja schon in wesentlich kleineren, politisch unbedeutenderen Ländern nicht funktioniert hat. Interessiert heute noch irgendjemand, wie es in Libyen aussieht? Allenfalls wegen der zusätzlichen Flüchtlinge. Die Folgen der Sanktionspolitik für westliche und südliche Nachbarn Russlands, von Weißrussland über Armenien bis Tadschikistan, hat das irgendjemand im Blick? Wem nützt die Destabilisierung einer ganzen Region? Die harte Sanktionspolitik mit Hilfe moralischer Kategorien eingefordert. Diese Sanktionspolitik löst kein einziges Problem, sondern verschärft die Lage, unter anderem auch deshalb, weil sich niemand ernsthaft darüber Gedanken macht, wie man ohne Gesichtsverlust aus dieser Eskalationsspirale wieder rauskommt. Den Schaden haben die Länder der EU unterschiedlich stark ausgeprägt und Russland. Es gibt leider seit der Auflösung der Sowjetunion keine Strategie des Westens, wie man mit Russland umgehen soll. Und das ist Teil des Problems. Wichtig wäre gewesen, Russland nach 1990 in eine neue Wirtschafts- und Sicherheitsarchitektur einzubeziehen. Aber das war nicht der Fall. Das heißt, nach einer Zeit der Entspannung, der Hoffnung auf eine neue friedliche Weltordnung, erinnern Sie sich noch, ja, an die Gorbatschow-Zeiten, die Perestroika-Politik, die Hoffnung, die Euphorie, jetzt ist endlich das Konfrontationsdenken vorbei, jetzt können wir endlich gemeinsam an einem europäischen Haus bauen, das ist lange her. Nach dieser Zeit der Entspannung und der Hoffnung stehen wir vor einem großen Scherbenhaufen und das gegenseitige Misstrauen ist mindestens so groß wie zu Zeiten des Kalten Krieges.
Und die vorherrschende Meinung im Westen ist, dass nur Russland dafür Verantwortung trägt. Etwa durch die Unterstützung des Assad-Regimes, die Intervention in der Ukraine, die Angliederung der Krim, die Modernisierung der Streitkräfte. Aber die Sache ist wesentlich komplizierter, denn diese Sichtweise unterschlägt den westlichen Anteil an der Eskalation, den es ja auch gibt. Das ist aber entscheidend für die Antwort auf die Frage, welche Politik gegenüber Russland betrieben werden soll. Fakt ist, dass nach der Auflösung der Sowjetunion russische Interessen nicht nur nicht ernst genommen wurden, sondern teilweise gleich als illegitim beiseite geschoben worden sind. Man hat Wladimir Putin in seiner ersten Amtszeit mit seinen vielfältigen Versuchen auflaufen lassen, die Verbindungen mit dem Westen zu stärken. Das wollen viele heute nicht mehr wahrhaben. Aber das lässt sich im Einzelnen belegen, darüber muss man nicht streiten. Gleichzeitig hat die NATO ihre Politik durchgezogen, wobei Deutschland immer wieder mäßigend gewirkt hat, sehr zum Ärger Washingtons und seiner osteuropäischen Verbündeten. Die NATO-Osterweiterung war einer der größten Fehler seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das hat unter anderem auch der langjährige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher so gesehen. Und was vielleicht noch aussagekräftiger ist, selbst George Kennan, also im Grunde der Architekt amerikanischer Eindämmungspolitik, selbst George Kennan hat gesagt, und ich zitiere wörtlich, ich denke, das, also die NATO-Osterweiterung, ich denke, das ist ein tragischer Fehler. Es gab überhaupt keinen Grund dafür. Niemand bedrohte irgendjemanden. Und noch etwas weiter heißt es bei George Kennan. Natürlich wird es darauf zukünftig eine böse Reaktion durch Russland geben. Und dann werden Sie, also die NATO-Erweiterer, sagen, so sind die Russen, das haben wir euch immer gesagt. Aber das ist komplett falsch. George Kennan, der meines Wissens nicht mit dem Begriff Russland- oder Putin-Versteher in Verbindung gebracht wird. Die NATO-Osterweiterung zusammen mit der Beitrittsperspektive für Georgien und die Ukraine, also ehemalige Sowjetrepubliken und direkte Nachbarn Russlands, das ist nach wie vor eine schwere Belastung im Verhältnis zu Russland. Dasselbe gilt für das Raketenabwehrsystem in Polen und Rumänien, das sich angeblich ja nur gegen den Iran und Nordkorea richtet, von dem Moskau aber befürchtet, dass es seine nukleare Zweitschlagkapazität na zumindest einschränkt. Die Raketenabwehr in Rumänien ist seit 2016 betriebsbereit. Das System in Polen ist zu 95% fertig und soll 2022 in Betrieb gehen. Was in der öffentlichen Diskussion so gut wie keine Rolle spielt, ist Folgendes. Der Umsturz in der Ukraine 2014 brachte in Kiew ausnahmslos Politiker an die Spitze, die allesamt vehemente Befürworter der NATO-Mitgliedschaft ihres Landes waren bzw. sind. Und damit war aus russischer Sicht eine rote Linie überschritten. Und damit die Krim nicht zum NATO-Territorium werden konnte, immerhin ist ja dort aufgrund von Verträgen die russische Schwarzmeerflotte stationiert, damit das nicht passieren konnte, hat Russland Fakten geschaffen, denn reden wollte man ja nicht mit Russland. Sie erinnern sich? Im Vorfeld des EU-Assoziierungsabkommens mit der Ukraine hieß es immer wieder, was hat Moskau damit zu tun? Das ist einzig und allein eine Sache zwischen Brüssel und Kiew, also zwischen der EU und der Ukraine, ohne Russland. Und militärische Zusammenarbeit ist auch Gegenstand dieses Abkommens. Das wurde in der Berichterstattung und auch in der politischen Bewertung meist dezent ausgespart. Ein Grundproblem, mit dem wir es heute zu tun haben, besteht darin, dass der Westen es verpasst hat, Russland rechtzeitig geostrategisch einzubeziehen. Die Idee eines gemeinsamen Wirtschaftsraums von Wladiwostok bis Lissabon ist nicht ernsthaft verfolgt worden. Und eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur, nachdem sich der Warschauer Vertrag der Gegenspieler der NATO aufgelöst hatte, erst recht nicht. Jedenfalls hätte es nie dahin kommen müssen, wo wir heute sind. Aber das ist nun gelaufen.
Wir befinden uns in einer klassischen Eskalationsspirale, in der sich einer vom anderen bedroht fühlt und dann entsprechende Gegenmaßnahmen ergreift. Und deshalb wäre es meines Erachtens so wichtig, immer mal wieder einen Perspektivwechsel vorzunehmen, statt darauf zu beharren, im Besitz der alleinigen Wahrheit zu sein. Die Wahrheit gibt es in den seltensten Fällen. Es ist fast alles eine Frage der Wahrnehmung. Heutzutage nennt man das Narrativ. Das westliche Narrativ lautet: Russland hat die Krim annektiert und damit die europäische Sicherheitsarchitektur verletzt. Das russische Narrativ lautet: Das war keine Annexion, sondern eine Sezession, eine Abspaltung, legitimiert durch ein Referendum, in dem sich die überwältigende Mehrheit der Krim-Bevölkerung genau dafür ausgesprochen hat. Und was die Verletzung der europäischen Sicherheitsarchitektur betrifft, ja, die ist bereits Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts durch die NATO passiert, als die nämlich Serbien bombardiert hat. Und nicht zuletzt auch dadurch passiert, dass der Westen den Umsturz in Kiew bzw. die neuen Machthaber dort sofort akzeptiert hat, obwohl eine immerhin demokratisch gewählte Regierung, das haben ja westliche Wahlbeobachter bestätigt, obwohl eine demokratisch gewählte Regierung gewaltsam verjagt worden ist. Das Normale wäre, mit Blick auf das theoretisch formulierte Selbstverständnis unserer Gesellschaft, das Normale wäre, dass man über all das, über all die unterschiedlichen Sichtweisen diskutieren und streiten kann. So gehört sich das in einer Demokratie. So ist es aber nicht. Fangen wir doch mal damit an, von unterschiedlichen Interessen zu reden. Wer hat woran Interesse? Was ist ein russisches Interesse? Sich nach der Krim nun auch die baltischen Staaten unter den Nagel zu reißen? Sicher nicht. Auch wenn die neue NATO-Strategie genau das suggeriert, als es beim Treffen jetzt am vergangenen Freitag hieß, man wolle auf gleichzeitige Angriffe Russlands auf das Baltikum und die Schwarzmeerregion vorbereitet sein. Eine nüchterne Analyse politischer Gegebenheiten in Russland läuft darauf hinaus, dass vor allem die folgenden Dinge im Interesse Russlands sind: Ruhe im Inneren und an den Grenzen, um den komplizierten Umgestaltungsprozess, der ja längst nicht abgeschlossen ist, weiterzuführen. Austausch und Zusammenarbeit mit dem Ausland, um sich weiterzuentwickeln. Akzeptanz und Sicherheitsgarantien des Westens, um sich auf die inneren Aufgaben besser konzentrieren zu können. Eine destabilisierte Ukraine zum Beispiel liegt prinzipiell ganz sicher nicht im Interesse Russlands. Eine vom Westen und der NATO genutzte Krim aber natürlich auch nicht. Wären russische Interessen frühzeitig ernst genommen worden und hätte man sich für die kooperative statt für die konfrontative Variante entschieden, es hätte in der Ukraine keine getöteten, verletzten, traumatisierten, ruinierten, geflohenen Menschen gegeben. Und wer weiß? Vielleicht wäre eine föderal strukturierte Ukraine als nachahmenswertes Beispiel in die Geschichte eingegangen, statt als Zankapfel zwischen West und Ost und als Kriegsschauplatz. Der Westen hat von Anfang an auch nicht verstanden oder verstehen wollen, dass russische Überlegungen zu einer Eurasischen Union nichts, aber auch gar nichts mit der Wiederherstellung einer wie auch immer gearteten Sowjetunion zu tun haben. Aber mit dieser Unterstellung lässt sich Politik machen. Und mit Lügen. Oder freundlicher ausgedrückt, mit Uninformiertheit wird Politik gemacht. Obwohl längst das Gegenteil bewiesen ist, behaupten immer noch nicht wenige, dass der Georgienkrieg 2008 von Russland angezettelt wurde. Das ist definitiv nicht der Fall, wie man in den entsprechenden Dokumenten der Fact-Finding-Mission der OECD nachlesen kann. Aber unbeirrt wird der Georgienkrieg als Beispiel für russische Aggression genannt
Und es wird eine logische Linie gezogen zu einer möglichen, wahrscheinlichen Invasion Russlands in Polen oder in den baltischen Staaten. Denn man muss ja nur nach Georgien gucken, da haben die das ja genauso gemacht. Was definitiv fehlt, sind informierte Debatten. Was stört, sind diese ideologisch aufgeheizten Feindbilder, die einem keine Wahl lassen, wenn man auf der richtigen Seite stehen will. Und wer will das nicht? Bleiben wir bei den Interessen. Was ist denn mit den US-amerikanischen Interessen? Wenn man sich die Publikationen mächtiger amerikanischer Thinktanks anschaut, zum Beispiel Stratfor, dann sieht das etwa so aus. Das Hauptziel der USA ist bereits seit einem Jahrhundert, das Bündnis Deutschland-Russland zu verhindern. Das muss man einfach wissen. Das hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, das kann man schlicht nachlesen. Das Einzige, was den USA gefährlich werden könnte, ist ein einiges Eurasien. Also gute Beziehungen zwischen der EU und Russland und den Ländern drumherum. Ich will jetzt nicht allzu sehr spekulieren, aber es könnte natürlich sein, dass sich durch die massive Frontstellung der USA zu China die amerikanischen Interessen insofern etwas ändern oder modifizieren, dass man die EU und Russland nicht allzu sehr schwächen will, um sie im Kampf gegen China an der Seite zu haben. Aber das bleibt abzuwarten. Noch sieht die amerikanische Politik anders aus. Schon 1997 konnte man in einem Buch des ehemaligen amerikanischen Sicherheitsberaters Zbigniew Brzezinski mit dem Titel »Die einzige Weltmacht«, da hat Hans-Dietrich Genscher übrigens das Vorwort geschrieben, schon 1997 konnte man Erhellendes darüber erfahren, welche Rolle die Ukraine in der amerikanischen Geostrategie spielt. Eine ziemlich wichtige. Bisher ist das Interesse der USA jedenfalls nicht eine prosperierende Zusammenarbeit zwischen EU und Russland und schon gar nicht zwischen EU und Eurasischer Union. Und unter diesem Aspekt muss man auch die gegen Russland verhängten Sanktionen betrachten. Sie schaden Russland, sie schaden der EU, ganz besonders auch Deutschland, den USA schaden sie nicht. Und so wundert es auch nicht, dass der amerikanische Präsident Joe Biden am 3. Oktober 2014, damals noch Vizepräsident, in einer launigen Rede sagte, the Europeans didn't want to impose sanctions on Russia, we really had to embarrass them. Die Europäer wollten keine Sanktionen gegen Russland, wir mussten sie wirklich dahin treiben. Aus Sicht der USA ist das alles logisch und es ist legitim. Außenpolitik ist immer eine Frage von Interessen und das ist in Ordnung. Was aus meiner Sicht nicht in Ordnung ist, wenn man knallharten politischen und wirtschaftlichen Interessen demokratische oder gar humanitäre Deckmäntelchen umhängt, um von den Interessen abzulenken. Und Aufgabe von Journalisten ist es, diese Deckmäntelchen wegzuziehen, um freien Blick auf die Interessen zu haben, egal auf welcher Seite. Ich bin neulich auf ein Zitat von einem Schweizer Politologen gestoßen, Gerhard Kocher heißt er. Der hat gesagt, Pressefreiheit nützt nur, wenn es unbequeme Journalisten gibt. Genau so ist das. Apropos Pressefreiheit und Meinungsfreiheit, werfen wir einen Blick nach Russland. Vorab, Russland ist zum Zerreißen widersprüchlich. Sie finden alles zwischen Mittelalter und Moderne. Und nicht umsonst nennt die anerkannte russische Politologin Jekaterina Schulmann ihr Land ein hybrides System. Russland sei weder eine Demokratie noch eine Despotie. Jedenfalls stehen Presse- und Meinungsfreiheit nach wie vor in der russischen Verfassung. Und es gibt durchaus sehr kritische Stimmen in Russland. Die Zeitungen Novaya Gazeta, in gewisser Weise auch Kommersant, sind da zu nennen. Und der Chefredakteur von Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, hat ja nun gerade den Friedensnobelpreis bekommen, zusammen mit einer Kollegin von den Philippinen. Dann Echo Moskwy als Radiosender, der Fernsehsender Dosht. Zu dem sage ich gleich noch was. Es gibt auch eine ganze Reihe unabhängiger Medien im Internet. Aber die Mehrheit der russischen Bevölkerung erreicht das alles nicht.
Nicht, weil es sich um etwas Verbotenes handelte oder weil man verfolgt würde, sondern weil sich die Bürger in ihrer Mehrheit im ersten und zweiten Fernsehkanal informieren und die sind bekanntlich staatlich. Was den Fernsehsender Dosch betrifft, der war früher mal in einem Kabelpaket enthalten, insofern also doch etwas weiter verbreitet, ist dann aber 2014 da rausgeflogen, vermutlich, so ist jedenfalls zu hören, weil man auf dem Sender mal von der Okkupation der Krim gesprochen hat. Und jetzt, seit Ende August, steht er auf einer Liste der ausländischen Agenten, weil er von der EU-Vertretung in Moskau Fördergelder bekommen hat. Der Sender will sich zwar wehren, aber er ist auf jeden Fall jetzt schon verpflichtet, das kenntlich zu machen. Es wird also immer wieder ins Programm eingeblendet jetzt, dass man als ausländischer Agent eingestuft wurde. Zum Radiosender Echo Moskau ist zu sagen, dass er zum Beispiel regelmäßig von Nawalny berichtet, inklusive Aufrufe zu entsprechenden Demonstrationen. Und wissen Sie, wem dieser aufmüpfige Radiosender gehört? Gazprom. Also einem Staatsunternehmen. So viel zum Thema Widersprüchlichkeit. Und um noch eins draufzusetzen, der Chef von Echo Moskwy, Alexei Venediktov, war Leiter des Stabes zur Wahlbeobachtung jetzt, ganz offiziell. Das versteht kein Mensch, er selbst auch nicht wirklich. Mit einfachen Antworten kommt man nirgendwo weiter, aber in Russland schon gar nicht. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was sich die russische Bevölkerung in ihrer Mehrheit wünscht, dann platzen vermutlich einige Illusionen, die man sich im Westen macht. Das Thema Meinungsfreiheit hat beispielsweise keine Priorität. Das renommierte Meinungsforschungsinstitut Levada fragt regelmäßig, was den Bürgern das Wichtigste ist, und es sind 10 Nennungen möglich. 2017 landete die Meinungsfreiheit auf Platz 9, also auf dem vorletzten Rang. 2019 immerhin auf Platz 6. Die Zahlen für 21 gibt es noch nicht. Aber davor rangieren solche Punkte wie medizinische Versorgung, Ausbildung oder einfach nur ein auskömmliches Leben führen. Wenn wir jetzt mal auf die russischen Wahlen schauen, ich behaupte, dass den russischen Präsidenten die genauen Prozentzahlen seiner Partei, also einiges Russland, nicht wirklich interessieren. Wichtig war und ist, dass alle, die ins Parlament kommen, Patrioten sind. Keine Nationalisten, das ist was anderes. Aber Patrioten, denen es bei aller Kritik um das Wohl ihres Landes geht. Mit anderen Worten, Opposition im Sinne von Kritik, auch harter Kritik an den inneren Zuständen, ganz gleich auf welchem Gebiet, ist kein Problem und schon gar kein Tabu. Ich zitiere einen russischen Kollegen, der in Russland arbeitet, nicht für einen Auslandssender. Der hat gesagt, gebraucht werden Menschen mit einer bestimmten Mentalität, die verstehen, dass man trotz Kritik an den inneren Verhältnissen an einem Strang ziehen kann, ohne gleich die Systemfrage zu stellen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Der Name Nawalny ist verbunden mit Systemschädigung. Darauf basiert auch das Gesetz, das jetzt für so viel Aufregung im Westen gesorgt hat, nachdem Gruppierungen oder auch Einzelne als extremistisch und oder terroristisch eingestuft und damit politisch lahmgelegt werden können. Das heißt, wenn jetzt oppositionelle Kräfte ausgeschlossen werden, dann passiert das nicht von Fall zu Fall mehr oder weniger willkürlich, sondern basiert auf einer gesetzlichen Grundlage, die im Prinzip von der Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert wird, wenn es ihr nicht ohnehin egal ist. Menschen in Russland setzen aufgrund ihres völlig anderen Erfahrungshintergrunds mehrheitlich andere Prioritäten. Das ist weder besser noch schlechter als bei uns, es ist einfach anders. Und wir sollten uns von der Illusion verabschieden, von hier aus genau zu wissen und bestimmen zu können, was dort gut für die Menschen ist.
Dazu gibt es eine, wie ich finde, sehr treffende Aussage des russischen Politikwissenschaftlers Dmitri Trenin. Die ist zwar locker schon 15, 20 Jahre her, aber die passt immer noch und hat damals auch schon gepasst. Der hat damals gesagt, der Westen sollte aufhören, darüber nachzudenken, was gut für Russland ist, und sich mehr damit beschäftigen, was gut für den Westen ist. Es könnte sein, dass es letztlich ein großes Maß an Übereinstimmung gibt. Um auf die unterdrückte Opposition zurückzukommen, klar ist das Verfahren aus unserer Sicht unakzeptabel. Noch dazu, weil das Gesetz rückwirkend angewandt wird. Das heißt, jeder, der seit 2012 in irgendeiner Weise Nawalny unterstützt hat, und sei es nur, dass er mal bei einer Demonstration mitgelaufen ist, hat durch dieses Gesetz praktisch die Möglichkeit verwirkt, sich politisch zu betätigen. Ich finde das unerträglich, wie vermutlich die Mehrheit der hier Anwesenden auch. Aber es geht nicht darum, was wir in anderen Gesellschaften, in denen wir nicht leben, unerträglich finden. Es geht darum, dass wir unsere Verfassung ernst nehmen und den Auftrag erfüllen, der zum Beispiel darin besteht, sich mit unserer Außenpolitik für Völkerverständigung einzusetzen. Das steht da nämlich. Mit unproblematischen Partnern ist das kein Problem, das kann jeder. Aber mit solchen Ländern wie Russland ist es hohe politische Kunst. Dazu gehört nach meiner Meinung, politische Strategien nicht an tagesaktuellen Ereignissen zu orientieren. Dazu gehört, den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 nicht von Ereignissen, um Alexei Nawalny abhängig zu machen. Oder zuzulassen, dass das Thema Nawalny von denjenigen politischen Kräften instrumentalisiert wird, die Nord Stream 2 schon immer verhindern wollten und jetzt die Gunst der Stunde nutzen. Dazu gehört, sich nicht von moralisierenden Schwarz-Weiß-Malern in Politik und Medien ins Boxhorn jagen zu lassen. Das ist keine leichte Arbeit, aber sie ist aller Mühen wert, angesichts dessen, was da auf dem Spiel steht. Nicht mehr und nicht weniger als Frieden. Stephen M. Walt, Harvard-Professor für internationale Beziehungen, hat schon vor einer Weile auf folgenden Sachverhalt hingewiesen. Er hat gesagt, es gibt für Staaten zwei sehr unterschiedliche Gründe, sich so zu verhalten, dass es für andere Staaten bedrohlich erscheint. Zum einen sind das Gier, Ruhmsucht oder Expansionsdrang aus ideologischen Gründen. Das klassische Beispiel hierfür wäre Hitler. Die zweite Variante hängt mit Furcht und Unsicherheit zusammen, die Staaten so agieren lassen, dass es aggressiv aussieht und bedrohlich wirkt. Und die Schwierigkeit besteht nun darin, dass die politische Reaktion darauf unterschiedlich ausfallen muss, je nachdem, worum es sich handelt. Was im ersten Fall angezeigt ist, also warnen, drohen, abschrecken, ist im zweiten Fall kontraproduktiv, da das ohnehin vorhandene Unsicherheitsgefühl verstärkt wird und die Reaktion noch aggressiver ausfällt. Das heißt, die Gegenseite fühlt sich noch mehr bedroht. Also die klassische Eskalationsspirale, in der wir uns befinden. Die entscheidende Frage ist und bleibt, wie geht Deutschland, wie geht der Westen mit Russland um? Angesichts diverser, zum Teil massiver Kritikpunkte auf der einen Seite und der Tatsache des Aufeinander-Angewiesenseins auf der anderen. Das langjährige bisherige Verhalten des Westens ist ja offenbar nicht zielführend. Wir konnten ja nicht zum Besseren in der russischen Gesellschaft beitragen, sondern eher im Gegenteil. Es ist zunehmend eine Wagenburg-Mentalität festzustellen, die Ende der 80er und auch in den 90er Jahren noch nicht mal in Ansätzen zu beobachten war. Meine These ist ohnehin, wenn der Westen Russland in den ersten beiden Amtsperioden Putins anders behandelt hätte, dann wäre die innenpolitische Entwicklung in Russland ganz anders gelaufen. Denn eine Gesellschaft kann sich zwangsläufig freier und offener entwickeln, wenn sie sich eingebettet fühlt und nicht umzingelt. Also, was haben wir?
Eingefrorene Beziehungen, kälter als im Kalten Krieg. Die wichtigste Frage scheint mir zu sein, wie kommen wir da wieder raus? Und nicht, wer ist schuld? Oder was ist mit Gesichtsverlust? Im Sinne von Frieden und Menschenrechten wäre eine intelligente Entspannungspolitik, die den steinzeitlichen Konfrontationskurs ablöst. Denn mittlerweile könnte auch der Letzte begriffen haben, dass sämtliche Aktivitäten, mit denen andere Gesellschaften umgestaltet werden sollen, erst recht, wenn sie letztlich auf Regime-Change hinauslaufen, dass diese Aktivitäten mehr als kontraproduktiv sind. Und ich rede jetzt nicht von Afghanistan, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Demokratische Reformkräfte im Inneren eines Landes werden durch mehr oder weniger ungefragte Hilfe von außen nämlich nicht gestärkt, sondern geschwächt, weil diejenigen, die für ihr berechtigtes Anliegen im Inneren ihres Landes kämpfen, weil die als gekaufte Handlanger ausländischer Interessen diffamiert werden. Das würde jetzt zu weit führen, aber es lohnt sich auch in diesem Fall, sich mit der Chronologie mal zu befassen. Wie sah der Vorlauf denn konkret aus, bevor es in Russland ein NGO-Gesetz gab, das mit der Bezeichnung ausländische Agenten arbeitete und dazu verpflichtete, Geldzuwendungen aus dem Ausland offenzulegen? Übrigens, die amerikanische Gesetzeslage dazu ist nicht so viel anders als die russische. Es liegt mir auch fern, Missbrauch, der mit diesem Gesetz betrieben werden kann und betrieben wird, in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Meine Aufgabe ist es, Zusammenhänge aufzuzeigen und Perspektivwechsel vorzunehmen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Ohne russische Interessen zur Kenntnis und ernst zu nehmen, wird es keinen Weg aus der Eiszeit geben. Das heißt, die EU muss bei ihrer strategischen Planung russische Interessen berücksichtigen. Die Europäische Kommission sollte auf die Eurasische Wirtschaftsunion zugehen. Das ist im Interesse der europäischen Wirtschaft, die davon stark profitieren könnte. Der Vorschlag von Frau Merkel und Herrn Macron sollte so schnell wie möglich umgesetzt werden, ein EU-Russland-Gipfel. Es sollte überhaupt alles an Dialogforen, was es gibt, was aber zum Teil seit Jahren auf Eis liegt, wieder aktiviert werden. Der Petersburger Dialog ist ja auch wieder abgesagt für dieses Jahr, weil man mit der NGO-Politik Moskaus nicht einverstanden ist. Darüber kann man ja reden, aber nicht nur in Form von Presseerklärungen und übereinander, sondern von Angesicht zu Angesicht miteinander. Diejenigen, mit denen man sich gut versteht, muss man nicht unbedingt persönlich treffen. Da genügen gelegentliche Telefonate und Schriftwechsel. Aber mit denen es Probleme gibt, mit denen muss man sich persönlich treffen. Alles andere funktioniert nicht. Mit Blick auf die EU wäre doch zum Beispiel denkbar, einen gemeinsamen EU-Russland-Außenministerrat einzurichten, der zweimal jährlich tagt und Themen europäischer Sicherheit berät, sich aber auch über Fragen zur Sicherheit im Nahen Osten austauschen kann. Aber dazu dürfte sich die Mehrheit der EU-Staaten nicht von Ländern wie Polen, Estland, Lettland und Litauen vor sich hertreiben lassen. Was ist mit trilateralen Dialogforen EU, Russland, Ukraine oder auch Deutschland, Russland, Ukraine? Auf dem Gebiet der Wissenschaft gibt es solche Ansätze. Und beim Jugendaustausch wird es auch praktiziert. Jedenfalls muss man sich unbedingt von Symbolpolitik verabschieden, bei der man sich möglicherweise moralisch besser fühlt, die aber nichts zur konkreten Lösung beiträgt. Dieses Verhalten erinnert mich manchmal an Zeiten, in denen man sich wegen der Ehre duelliert hat. Das mag ja edel sein, löst aber kein Problem. Und es wäre hilfreich, diplomatische Leistungen Russlands auch mal anzuerkennen, statt sie auszublenden. Ich habe ja einige schon genannt. Russland hat beim Atomabkommen mit dem Iran eine wesentliche Rolle gespielt. Das kam aber in der politischen und auch in der medialen Darstellung kaum vor.
Ohne die Intervention bei den russischen syrischen Chemiewaffen hätten die USA einen Krieg begonnen, weil der amerikanische Präsident Obama von seiner roten Linie nicht mehr runterkam. Erinnern Sie sich noch? In dem Zusammenhang diese Gesichtsverlustdenkweise ist absolut friedensgefährdend, wird aber leider auch von vielen Medien nicht nur praktiziert, sondern regelrecht befeuert. Wir brauchen Entscheidungsträger, die sich von sowas nicht beeindrucken lassen. Das Gebot der Stunde sind vertrauensbildende Maßnahmen. Dieser Begriff klingt so abgegriffen und floskelhaft, aber er trifft den Kern. Denn wir sind tief im Konfrontationsdenken gefangen, weil beide Seiten kein Vertrauen mehr zueinander haben. Das war mal extrem anders. Oder was glauben Sie, wie sonst die deutsche Vereinigung zustande gekommen wäre? Es lässt sich nicht alles bis ins letzte Detail vertraglich absichern. Da muss man sich auch schon mal was glauben. Diese Eskalationsspirale dreht sich immer weiter, solange beide Seiten unfähig sind, die Positionen des Gegenspielers als defensiv zu betrachten. Der Westen nimmt die russischen Sicherheitsinteressen nicht ernst und die russische Seite nimmt das als Bedrohung wahr, was als Befriedigung polnischer und baltischer Sicherheitsinteressen gedacht ist. Nehmen wir mal an. Was soll man in Russland denken, wenn ein dänischer NATO-Offizier, seines Zeichens Kommandeur des NATO-Vorpostens in Litauen, wenn der sagt, die NATO muss wieder lernen, den totalen Krieg zu führen? Wie könnten denn vertrauensbildende Maßnahmen auf NATO-Ebene aussehen? Als erstes gilt es, ein sichtbares Zeichen zu setzen, dass der Westen bzw. die NATO überhaupt gewillt ist, umzudenken. Das scheint ja im Moment eher nicht der Fall. Wenn man sich ansieht, dass schnelle Eingreiftruppen noch schneller und größer werden sollen und die Infrastruktur in Westeuropa, also Straßen und Brücken, panzertauglich gemacht werden soll. Dafür gibt es ja ein ansehnliches Budget. Und wenn man sieht, dass geheime Übungen in Deutschland laufen, in denen die deutsche Luftwaffe mit NATO-Partnern für einen möglichen Atomkrieg trainiert. In der Eifel in Büchel liegen ja nach offiziell nicht bestätigten Angaben US-Atomwaffen vom Typ B-61 und es soll eben geübt werden, diese Dinger im Ernstfall sicher aus den unterirdischen Depots zu den entsprechenden Jagdbombern zu transportieren. Und gerade erst, jetzt im August, hat das Pentagon seine Pläne zur Stationierung einer neuen Einheit in Deutschland bekannt gegeben. Es geht um eine sogenannte MDTF, eine Multi-Domain Task Force, die unter anderem mit landgestützten Mittelstreckenraketen ausgerüstet werden soll, was bis vor kurzem ja laut den Abrüstungsverträgen verboten war, aber die hat Herr Trump ja nun leider aufgekündigt. Nicht zu vergessen eine weitere US-amerikanische Ankündigung von Anfang September. Die Waffenlieferungen an die Ukraine werden jetzt ausgeweitet. Das neue sogenannte Sicherheitshilfspaket hat einen Wert von 60 Millionen US-Dollar. Damit beläuft sich die amerikanische Unterstützung für ukrainische Sicherheitskräfte, was immer das im Einzelnen heißt, seit 2014 auf insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar. Und schließlich vor einer guten Woche hat die NATO 8 russischen Diplomaten die Akkreditierung entzogen und beschlossen, dass in der russischen ständigen Vertretung bei der NATO nur noch maximal 10 Personen akkreditiert sein dürfen, statt wie bisher 20. Das klingt alles nicht wirklich nach Umdenken. Aber ein Umdenkzeichen wäre für den Anfang schon nötig. Und dafür würde sich eigentlich das Raketenabwehrsystem in Polen am besten eignen, das ja immer mit der Bedrohung aus dem Iran begründet wurde. Dabei hat Russland gleich zu Beginn dieser Diskussion den USA angeboten, gemeinsam im Kaukasus etwas derartiges zu installieren, was geografisch betrachtet ja wesentlich mehr Sinn macht, als von Polen aus iranische Angriffe abwehren zu wollen, aber das nur am Rande.
Die USA sind, wie Sie ja wissen, aus dem Iran-Atomabkommen ausgestiegen. Aber das sagt ja zunächst einmal noch nichts über das tatsächliche iranische Verhalten aus. Jedenfalls hat sich der Iran nachweislich zunächst weiter an die Verpflichtungen gehalten, und zwar trotz der amerikanischen Kündigung und trotz immer weiter verstärkter Sanktionen. Und der Iran hatte versichert, das auch weiter tun zu wollen, wenn die verbliebenen Unterzeichner, also außer den USA, am Abkommen festhalten und wie geplant dafür sorgen, dass die Wirtschaft im Iran wieder in Gang kommt. Dass das nicht funktioniert hat, ist ja nicht der Fehler des Iran, sondern wenn überhaupt der USA, die den Rest der Welt gleich mit sanktionieren, wenn der nicht so spurt, wie sich die USA das vorstellen. Das muss man ja so deutlich nennen. Aber bei der Grundkonstellation, die wir hatten, bevor die USA das Abkommen gekündigt hat, bei der Grundkonstellation hätte man eigentlich ohne Gesichtsverlust auf die Fertigstellung des Raketenabwehrsystems verzichten können. Die schärfsten Drohungen aus Moskau haben sich immer auf dieses Raketenabwehrsystem bezogen. Und als es 2009 mal kurzfristig so aussah, als käme es nicht zum Bau dieses Systems, hat Moskau sofort mit der Ankündigung reagiert, naja, dann erübrige sich auch die Stationierung der Iskander-Raketen in Kaliningrad. Der erklärte Verzicht auf die Raketenabwehrbasis in Polen wäre daher ein sehr guter Test gewesen, um die defensive Ausrichtung der russischen Politik auf die Probe zu stellen. Das ist leider eine vertane Chance. Was gäbe es denn noch als Zeichen für Umdenken? Eine große Sicherheitskonferenz zum Beispiel, wie wir sie ja sogar in den Hochzeiten des Kalten Krieges hinbekommen haben, auf der über all die strittigen Dinge verhandelt werden muss. Verhandelt. Richtig verhandelt. Das heißt, jeder muss Zugeständnisse machen. Jeder muss die Interessen des jeweils anderen ernst nehmen. Zurzeit werden sie ja nicht mal zur Kenntnis genommen. Ich habe leider nicht mehr präsent, wer das neulich gesagt hat, aber ich will Ihnen das Zitat dennoch nicht vorenthalten. Der Westen ist zu echten Kompromissen nicht mehr in der Lage, weil er die eigene Weltsicht für alternativlos hält und mit missionarischem Eifer zu Werke geht. Ich muss unbedingt rausfinden, wer das gesagt hat. Selbst zum Thema Krim sind ja politische Lösungen diskutabel, jenseits der irrealen Vorstellung, dass die Ukraine auf die Krim verzichtet oder Russland die Krim an die Ukraine zurückgibt. Denn eins sollte allen klar sein, unabhängig von allen politischen Überlegungen: Die Krim ist Russland heilig. Und zwar nicht nur irgendeiner Machtelite, sondern russischen Menschen. Die Krim ist für russische Menschen nicht in erster Linie eine politische Frage, sondern eine emotionale. Und Fakt ist nun mal auch, dass die weitaus meisten Bewohner der Krim Russen sind und keine Ukrainer. Die Krim-Tataren sind nochmal ein eigenes Thema, aber die übergroße Mehrheit der Bevölkerung auf der Krim sind Russen. Die, und das Folgende ist im Westen immer nur unter russischer Propaganda abgehandelt worden, die in den Wirren des Jahres 2014 aus gutem Grund Angst davor hatten, unter die Fuchtel der neuen Kiewer Machthaber zu geraten. Die Massaker, die sich abgespielt haben, unter anderem auch in Odessa, die fanden in unseren Medien kaum bis keine Beachtung. Für die brutale Umerziehung, die in der Ukraine läuft, interessiert sich im Westen kaum einer. Die russische Sprache ist gesetzlich im öffentlichen Raum verboten. Im Parlament sowieso, aber auch in Behörden und Ämtern, in den Schulen und Bildungseinrichtungen natürlich, ebenso in den Medien. Zwei russischsprachige TV-Sender sind mit der Begründung verboten worden, es handle sich um Unterstützung des Aggressors. Russisch darf man in der Ukraine nur noch privat zu Hause sprechen, sonst nicht. Haben wir Fußballfans hier?
dann wissen Sie ja, dass die ukrainische Nationalmannschaft bei der EM ziemlich weit gekommen ist, wenn ich nicht irre, bis ins Viertelfinale. Alle ukrainischen Spieler haben ihre Interviews auf Russisch gegeben. Das wird geduldet, sind ja Stars, mit denen man sich gerne schmückt. Aber der Shitstorm, den das ausgelöst hat, der war enorm. Und die ukrainische Silbermedaillengewinnerin im Hochsprung bei den Olympischen Spielen, die hat es noch härter getroffen. Sie hatte sich nämlich erlaubt, bei der Siegerehrung vor lauter Freude ihre russische Kollegin, die die Goldmedaille geholt hatte, in den Arm zu nehmen. Das Foto machte natürlich die Runde. Das hat in der Ukraine zu einer solchen Empörung geführt, dass sich das Mädchen offiziell unter Tränen für die Umarmung entschuldigt hat. Zurück zur Krim. Selbst wenn es sich bei der Krim-Frage um ein scheinbar unlösbares Problem handelt, muss man ja trotzdem überlegen, wie man damit umgeht. Wissen Sie, wie das mit dem Saarland nach dem Ersten Weltkrieg gelaufen ist? Frankreich wollte sich das Saarland einverleiben, aber im Versailler Vertrag wurde das Saarland 1919 zum Mandatsgebiet des Völkerbundes erklärt, der Vorläuferorganisation der UNO. Der Völkerbund ging dann folgendermaßen vor. Er stellte das Saarland 1920 unter französische Verwaltung. Völkerrechtlich blieb es allerdings beim Deutschen Reich. Und nach 15 Jahren, 1935, genau, fand eine Volksabstimmung statt, in der sich 90% gegen eine Angliederung an Frankreich und für die Rückkehr ins Deutsche Reich entschlossen. Was wäre denn, wenn die Krim zum Mandatsgebiet der UN erklärt würde, völkerrechtlich bei der Ukraine bliebe, Russland aber mit der Verwaltung betraut wäre? Auf diese Weise würde sich nämlich am Status quo so viel nicht ändern, aber das Ganze hätte einen rechtlichen Unterbau. Und nach einer Frist, über die man sich verständigen könnte die UN einen Volksentscheid durchführen, indem sich die Krim-Bevölkerung dann für Russland, für die Ukraine oder für eine totale Selbstständigkeit aussprechen könnte. Dieser Volksentscheid, der wäre international anerkannt und würde akzeptiert werden müssen. Ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe konkreter Maßnahmen anschließen, zum Beispiel der gleichzeitige Rückzug der NATO-Truppen aus Polen und den baltischen Staaten und die Verlegung der russischen Streitkräfte von der Westgrenze ins Landesinnere. Oder bestehende Abrüstungsverträge anpassen, um damit sowas wie eine Rüstungskontrolle erneut zu etablieren. Ein unverzichtbarer Schritt auf westlicher Seite müsste auf jeden Fall sein, die NATO-Perspektive für Georgien und die Ukraine vom Tisch zu nehmen, die ja angeblich ohnehin irreal sei, so heißt es jedenfalls in Berlin. Also warum dann nicht auch verbindlich erklären, dass das so ist? Klar haben alle Staaten das Recht, einen Aufnahmeantrag zu stellen. Aber die NATO hat jedes Recht der Welt, darauf so zu reagieren und damit so umzugehen, wie sie es für richtig hält. Und das heißt eben auch, unter Umständen Bewerber abzulehnen, wenn übergeordnete politische Überlegungen dagegen sprechen. Übrigens, das außenpolitische Programm von Macron, das passt sehr gut dazu. In diesem Programm heißt es nämlich, abgesehen vom Balkan und gegebenenfalls Finnlands und Schwedens wird Frankreich keine neue Erweiterung der Allianz unterstützen. Das ist doch mal eine Aussage. Da könnte sich Deutschland ja dranhängen, wenn es sich alleine nicht traut. Aber all das hat nur eine Chance, wenn der politische Wille da ist. Und wenn wir jetzt mal nach Europa im Sinne von EU schauen, dann sehen wir, ich erinnere an den Anfang meines Vortrags, dass es gerade mit Blick auf Russland keinen einheitlichen politischen Willen gibt. Wie also sollte eine EU-Außenpolitik aussehen, die mit einer Stimme spricht? Und da schließt sich der Kreis. Wir haben uns durch die Aufnahme osteuropäischer Länder in die EU deren Probleme mit Russland ins Bündnis geholt. Und in der NATO haben wir genau das Gleiche.
Es ist ein Jammer, dass sich die EU ihr ursprünglich recht gutes Verhältnis mit Russland dadurch ruiniert hat. Es ist nicht gelungen, den historisch verständlichen Ängsten Polens, Lettlands, Litauens und Estlands und den historisch verständlichen Ängsten Russlands mit einer konstruktiven Politik zu begegnen, die Interessenausgleich und Friedenssicherung als Ziel hat. Eine politische Analyse ohne ideologische Vorbelastung kommt nicht daran vorbei, festzustellen, dass Russlands Handlungen nicht im eigentlichen Sinne aggressiv sind, sondern aus einer strategischen Defensive heraus entstehen. Das ist ein Unterschied. Und es muss zu anderen politischen Antworten führen, als denen, die jetzt gegeben werden. Um das Ganze mal ein bisschen sinnlicher zu machen, was hat der Zerfall der Sowjetunion denn für Russland bedeutet? Eine Fläche anderthalb Mal so groß wie Indien, weg. Die Einwohnerzahl halbiert. Die am meisten entwickelten Gebiete im Westen und die bevölkerungsreichsten im Süden, weg. Weite Teile der Schwarzmeerküste, weg. Zugang zur Ostsee bis auf Kaliningrad und St. Petersburg, weg. Von den 20 größten Hafenstädten sind gerade mal 3 übrig geblieben. 25 Millionen Russen wurden zu Minderheiten in fremden Ländern. Um mal eine Vorstellung von 25 Millionen zu geben, da können Sie ungefähr an die gesamte Bevölkerungszahl der skandinavischen Staaten denken. Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen, die sind, glaube ich, knapp 27 Millionen. In der Größenordnung haben sich Russen, fast in der Größenordnung, haben sich Russen in fremden Ländern als Minderheit wiedergefunden. Russland wurde in die nordöstliche Ecke der Sowjetunion verschoben, also dahin, wo die Infrastruktur schlechter und die Lebensbedingungen härter sind. Und über weite Strecken gibt es keine klaren Grenzen und keine Grenzinfrastruktur, was vor allem mit Blick auf den Süden des Landes und das Thema Islamismus und Terrorismus bedeutsam ist. Und vor diesem Hintergrund lohnt es sich vielleicht doch nochmal, mit einem kritischen, analytischen Blick zu prüfen, ob man russische Politik richtigerweise als imperialistisch und aggressiv oder vielleicht doch eher als strategisch defensiv bezeichnet. Sowohl in der Ukraine als auch in Syrien ging es darum, eine bestehende Einflusssphäre zu halten und nicht den eigenen Einflussbereich auszudehnen. Beide Male wollte Russland verhindern, dass ein Staat in den westlichen Einflussbereich hinüberwandert. Denn umgekehrt wird ein Schuh draus. Russland sollte aus dieser Region vertrieben werden. Das eigentliche Problem besteht darin, dass sich der Westen daran gewöhnt hatte, dass Russland alles schluckt, Stichwort Jugoslawien, und nicht für voll zu nehmen ist, Stichwort Regionalmacht. Und als Russland dann Widerstand leistete, um weitere Einflussverluste zu verhindern, erschien das als Unberechenbarkeit und Aggression. In Wahrheit handelt es sich um eine kühl kalkulierte und vorhersehbare Wahrnehmung eigener Interessen. Das muss uns nicht gefallen. Aber zumindest müsste es möglich sein, darüber zivilisiert und vor allem gut informiert zu debattieren. Wir brauchen keine ideologisierten Grabenkämpfe, wir brauchen informierte Debatten. Die finden aber nicht statt. Unter anderem verhindert das der Druck durch die veröffentlichte Meinung, in der Russland eine bestimmte, nämlich rein negative Rolle spielt. Dieser Druck ist mittlerweile so stark, dass viele Politiker und Kollegen, die sich für ein differenzierteres Russlandbild einsetzen, und mit Blick auf das hohe Gut Frieden nach Wegen suchen, die aus der Konfrontation herausführen, dass die es nicht wagen, das öffentlich zu tun, aus Sorge, medial geschlachtet zu werden. Denn jeder, der sich außerhalb des Mainstreams bewegt, der kann ja nur gekauft sein. Der Gedanke, dass sich jemand des eigenen Verstandes bedient,
und aufgrund von Fakten zu einer anderen Einschätzung kommt, wird nicht zugelassen. Ich habe schon seit längerem den Eindruck, dass sich das Selbstbewusstsein, lassen wir mal weg, das Selbstverständnis von Journalismus verändert hat. Es geht nicht mehr in erster Linie darum, faktenbasiert zu informieren, Zusammenhänge deutlich zu machen, ein Geschehen so neutral wie möglich von möglichst vielen Seiten zu beleuchten, sondern es geht darum, die Menschen auf den richtigen Weg zu führen. Und wenn man als Journalist seine Arbeit so versteht, ja, dann muss man klar machen, wer gut und wer böse ist. Und das führt notgedrungen, abgesehen von einer unerträglichen Simplifizierung von Realitäten, das führt notgedrungen dazu, dass sich diejenigen, die sich auf der guten Seite wiederfinden, für nichts mehr rechtfertigen müssen, was sie tun. Denn das sind ja die Guten. Und die auf der bösen Seite, die haben keine Chance mehr, ihre Sicht der Dinge darzulegen, denn die sind ja böse. Da kann ja nichts Vernünftiges kommen. Wissen Sie, was mir überhaupt nicht in den Kopf will? Dass sich in einer Demokratie eine Mehrheit nicht durchsetzen kann. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist an einem guten Verhältnis mit Russland interessiert. Und es wird Zeit, dass die Entscheidungsträger in Politik und auch die in den Medien das zur Kenntnis nehmen. Es hängt nicht weniger davon ab als Frieden. Die Kriegsgeneration stirbt langsam aus und ich habe den Eindruck, das Bewusstsein für die Zerbrechlichkeit von Frieden auch. Journalisten sind mit ihrer Arbeit nicht dafür verantwortlich, Frieden zu erhalten, weder den inneren noch den äußeren. Aber ihnen sollte schon klar sein, dass sie dazu beitragen können, Frieden zu gefährden. Sowohl den inneren als auch den äußeren. Zu guter Letzt versuche ich einen konstruktiven, positiven Ausblick. Ich kann Sie ja hier nicht so sitzen lassen. Wenn Menschen direkt miteinander zu tun haben, dann haben sie die Chance, sich besser kennenzulernen, sich im besten Falle zu vertrauen. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr groß, gemeinsam etwas lösen und bewältigen zu wollen. Der Klimawandel betrifft alle. Warum nicht dieses Thema als Grundlage für eine neue Entspannungspolitik nutzen? Diese Idee stammt leider nicht von mir. Ich habe sie vor ein paar Tagen von meinem Kollegen Alexander Rahr gehört und ich finde sie überzeugend und attraktiv. Die beste Investition in Friedenspolitik ist gegenseitiges Kennenlernen und Austausch. Und da in erster Linie Jugendaustausch auf allen möglichen Ebenen. Das ist wie eine Art Schutzimpfung gegen Borniertheit, gegen Stereotype und auch gegen etablierte Feindbilder. Und da ließe sich mit Blick auf das Klima doch auch eine gute Brücke schlagen. Denn das Thema Klimawandel treibt vor allem junge Menschen um, die ja den größten Teil ihres Lebens noch vor sich haben. Wenn Friedenspolitik funktionieren soll, dann braucht man aufgeklärte Menschen, die sich nicht alles gefallen lassen, die sich wehren, die die Möglichkeiten in ihrer freien Gesellschaft nutzen, sich zu Wort zu melden und die nicht aufhören, Fragen zu stellen. Zum Beispiel diese: Warum handeln Deutschland und weite Teile der EU so gnadenlos gegen die eigenen Interessen? Warum? Ich würde Ihnen gerne eine überzeugende Antwort geben, aber ich finde keine vernünftige. Russland und der Westen, im Grunde ein Dreamteam, sind darauf angewiesen, die Interessen des jeweils anderen zu kennen. Das heißt, man muss sich dafür interessieren und man muss sie ernst nehmen. Und da scheint mir der Westen noch einen gehörigen Nachholbedarf zu haben, um aus der Eiszeit möglichst schnell in eine nachhaltige Tauwetterperiode zu kommen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört haben. Vielen Dank.